Hallöchen und willkommen zurück hier bei euren Rob auf 60 Bitter eben mal wieder ein ZVZ gegen den Barstrichcode. Das kann ja nur schieß werden. Oder ein sofortiger Sieg. Jawohl, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, schaut auch morgen wieder ein und tschüss natürlich nicht. Ich mache noch eine Folge dran, weil 7 Sekunden für eine Folge, das ist schon hart. Dadurch bin ich natürlich jetzt viel besser geworden in der Liga. 12 zu 15, ich habe bald mehr Siege als Niederlagen, ist ja Wahnsinn, wenn sie mir immer die Spiele schenken. Tja, ich würde sagen, ich schneide hier ein bisschen raus und wir sehen uns, wenn das nächste Spiel kommt. Weil ich muss das mal andrücken. Ach, bin ich doof. Schneide ich nicht raus, bleibt drin. Oder doch nicht? Ihr werdet es nie erfahren. Lasse ich also drin, weil ihr musstet ja nicht so lange warten. 3, 2, 1, Risiko. Wir spielen gegen den Gabe, ein Terraner auf Chemieberg LE. Eine kurze Map, schön für Terraner, schlecht für mich. Nee, geht eigentlich. Gegen Dia Terraner, ich ahne Schlimmes. Ich hasse Terraner, immer noch. Ich hasse Benjis, ich hasse eigentlich alles. Vor allem Mac. YouTube. Er schreibt schnell, ist nicht gut. So, Overlord kommt. Die Drohne geht natürlich vor Scouten. Ich muss wissen, was Sache ist. So, dich habe ich. Dich schicke ich dahin. Da wurde es zwar vorhin gesehen, aber. Oder doch lieber hierhin. Du gehst dahin. Und du gehst dahin. Und dann weiter Drone. Wir nehmen bei 17 die Hedge. Bei 16 den Gas. Das Gas, den Gas. Und bei 16 den Pool. Und schauen wir mal, ob wir hier geblockt werden oder gebroxt werden. Und dauert doch ganz schön lange, bis die Zone vorne ist, also die Drohnen. Doch eine etwas größere Map. Und der Doppelgas nimmt er. Er nimmt kein Doppelgas, okay. Dann könnte ein Marine Push kommen. Ah, das war nicht so gut. Und den Pool muss ich nehmen. Und natürlich hier nicht vergessen ins Dings rein. Es war zu viel gespielt vorne. Das war meine Niederlage. Ist noch nicht gesagt, aber. Tolles passieren. Oder wir nehmen einfach die dritte. Wir nehmen einfach die dritte. Was soll's? Ich bin greedy. Wir wissen nicht, was kommt. Nehmen wir einfach die dritte. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Und probieren es einfach so zu halten. Mehr als verlieren können wir eh nicht. Der Pool kommt so spät, wenn jetzt schon der Dings kommt, der Rächer. Oh. Da sieht es nicht gut aus. Das heißt, auf jeden Fall erstmal zwei Paar Linge, nehmen das Upgrade und dann die Queens. Die nächste Queen los, auf Queens. Er hat noch keine Echse. Ich weiß halt nicht, was kommt, aber Bailing Nest ist immer wichtig. Okay, er hat einen Reaper, da kann er ruhig drauf schießen. Da kann ich ihn wieder Overlord bauen. Mehr Overlords los. Hier oben kann er ja eigentlich gar nicht lang. Das ist ja richtig cool, die Map. Gefällt mir. So, wir müssen hochtacken, denn wir brauchen Bailing Speed. Ohne Bailing Speed ist alles doof. Und wir drohen weiter hoch.
So, Linkspeed ist durch. Schicken wir mal einen Link vor zum Scouten noch. Was Sache ist. Und noch 1-2 Melder. Aber wie so oft werden bestimmt Aliens kommen. Was steht da noch? Was steht da? Warum? Nein. Nein, so möchte ich es nicht. Okay, es kommen Aliens. Ist aber eigentlich gar nicht so schlimm mit genug Link und Speed. So, nehmen wir nochmal Upgrades für die Linge. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Vikings, das heißt, es könnten durchaus noch Benjis dann kommen. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Aber es ist wieder Bunker-Terraner. So, dann gucken wir einfach mal vor. Und pushen aus den drei Basen. Was soll's. Bailing Speed ist gleich durch. Da machen wir hier noch ein paar. Das ist nicht gut, da muss ich jetzt durch. Das war schon ordentlich Echo-Schaden. Also eine Echo hat auf jeden Fall verloren. Wir nehmen doch mal lieber das Roach-Upgrade. Bauen schnelle Roaches. Ja, das war so klar, die Benji. Und fast bekommen die Benji. War ja wieder logisch, dass eine Benji-Öffnung kommt. Kommt ja meistens. Wir brauchen mehr Mineralien. Unsere Streitkräfte werden. Dazu die Vikings. Hat er jetzt schon die dritte? Er baut jetzt Depots. Und er geht auf jeden Fall auf Mac. Da kommt die Aliens, hier steht die dritte. Unsere Streitkräfte werden. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Metamorphose abgeschlossen. Und wir bauen weiter Roaches. Tore kommen gleich, okay, ein Tordrop. So, hier weiter hoch und nochmal hört Drohnen. Wir gucken hier nochmal rein. Ne, gucken wir nicht rein. Gucken wir einfach nur hier rein.
Ja, nur Mech, nur Mech. Einfach nur Mech und der Rest ist weg. Ich mag halt einfach nicht gegen Mech spielen, ich weiß nicht warum. Komme ich nicht klar mit. Jetzt wissen sie, dass ich komme. Brauchen wir 1000 Linge. Ja, die Tore sind okay da oben. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Zieh ich halt einfach alle hier runter. Und die Queens da hoch. Aber wieder vom vereinzelten Mech, das heißt, wir müssen auf jeden Fall hoch, wir müssen hoch, wir brauchen Ulis sind immer gut. Und nehmen hier das Upgrade, nehmen wieder noch eins dazu mit, nehmen hier Gas, nehmen dort Gas, wir brauchen überall Gas. Dagegen habe ich jetzt leider nichts. Das heißt, ich brauche unbedingt noch mehr Drucken. Und habe hier viel zu viele Drohnen dran. Ach, gegen Terrano. Mensch, warum klappt das nie? Fightet! Queens hier ran, los Queens, beeilt euch. Wir haben keine Zeit. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich brauche mehr Truppen. Und den Ulident. So richtig läuft nicht das Spiel, so richtig läuft es nicht. Läuft nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Er wird jetzt gerade überall stressen. Wir müssen injecten. Die Queen muss dann wieder hier hin. Die Queen muss ganz hoch. Denn wir haben keine Zeit. Hier kommt der Benji. Und ein paar davon, da reichen meine Ulis dann noch nicht. Der Ulibau ist gleich fertig. Ich muss ein paar Ulis bauen, hilft alles nicht.
Ja, es ist halt einfach nur noch Mac. Ich hab nur noch Mac gespielt. Warum auch was anderes? Warum soll man was anderes spielen, wenn man nur Mac spielen kann? Warum sollte man auch was anderes spielen? Ja, Massmack hat einfach keine Chance. Kannst du vergessen, ey. Ja. GG. Komm mal rausgehen. Gegen Terrana. Einfach keine Chance. Es kommt immer nur noch Mac und ich krieg's einfach nicht gebacken. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach mal in der Endcard. Der hat bestimmt noch viel mehr Apparate für Ressourcen. Ja, natürlich. Bis dahin. Tschüss, Europe. Und das sind wir aus der Endcard. Und wie immer hoffe ich, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder bei uns einschaltet. Gegen Mech bin ich einfach nur mechlos, also machtlos, ne? Wie immer dann oben rechts unser Starcraft-Projekt, unten rechts alles andere Projekte. Bis dahin, schaltet morgen wieder ein und tschüss, euer Rob.